Ja, schönen guten Tag. Ich glaube, ich soll jetzt hier den Anfang machen und das Künstlergespräch mit Ashtay führen. Ich glaube, es geht auch schon los. Ich freue mich darauf, dass so viele Fans von Lucky Luke gekommen sind, und noch besonderer freue ich mich darauf, den französischen Zeichner Ashtay hier persönlich begrüßen zu dürfen. Und wir werden gleich ein paar neue Bilder zu sehen bekommen vom neuen Lucky Luke Album auf eigene Faust. Das erscheint im Frühjahr nächsten Jahres in der Ehapa Comic Collection. Und wir wollen ein bisschen was mit Ashtay über das Album bereden, dass er uns etwas darüber erzählt. Und mal sehen, was mir noch so einfällt, was ich ihn fragen kann. Im Anschluss an das Gespräch wird Ashtay noch auf einem Tablet seine Zeichenkunst so zur Verfügung präsentieren. Und ja, da könnt ihr euch schon mal überlegen, was er mal präsentieren soll oder was er mal vorstellen soll, was denn hier auf der Bühne live gezeichnet wird. Ja, auf der Leinwand ist jetzt schon zu sehen das Originaltitelbild des Covers, was nächstes Jahr, wie gesagt, in der Ehapa Comic Collection auf Deutsch erscheint. Ich hatte schon die Gelegenheit, ein paar Seiten aus diesem neuen Album zu lesen. Da werden gleich hoffentlich auch noch welche angeworfen. Und ich würde Ashtay gerne mal fragen, ich finde, dieses Album ist ein wirklich ganz, ganz tolles Album, hat richtig gute Qualitäten, hat mich teilweise ein bisschen an den René Goscinny erinnert, der früher das Album, die Geschichten von Lucky Luke geschrieben hat. Und ich würde gerne von Ashtay mal wissen, was er von dem Album hält und dass er ein bisschen was davon erzählt. Ben, évidemment, je vais dire qu'il est très bien. Also natürlich, also ich bin jetzt der Übersetzer. Genau, Entschuldigung, das ist Klaus Jürgen, das ist der Übersetzer von Asterix und von Lucky Luke. Und auch da noch ein... Danke sehr. Also Ashtay selber mal so spontan meinte, er findet das Album natürlich sehr gut. Das reicht mir natürlich noch nicht ganz. Wie gesagt, ich finde, dieses Album hat ein bisschen Qualitäten von Goscinny, vom Sujet, vom Motiv des Albums. Und ja. Was hat er selber dabei empfunden, als er das Szenario bekommen hat und das umsetzen durfte? Mais il dit que c'est en qualité, c'est un peu comme chez Goscinny, vraiment la qualité du scénario et tout. Qu'est-ce que tu as pensé toi-même quand tu as eu le scénario et quand tu étais devant la tâche de le traduire en image, quoi? Au départ, j'espérais une histoire qui se passerait, un vrai western, qui se passerait avec des cactus, des plaines, des déserts. Also zuerst wollte er gerne mal einen... Comic übersetzen, wieder, der ein richtiger Western ist, mit großen Landschaften, Kaktussen und Wüstenlandschaften. Et j'ai reçu un scénario où ça se passe toujours en ville, avec des casinos, des restaurants. Und schließlich hat er dann doch ein Szenario, einen Text bekommen, in dem es der nur in der Stadt spielt, immer mit den üblichen Saloons. En fait, c'est un scénario qui est très riche. Ça, tu peux le... Also die Story ist sehr dicht und sehr komplex. La difficulté c'était que j'avais en fait quatre personnages, les quatre Dalton, que je devais faire évoluer dans quatre lieux différents. Also das Problem bei dieser Story ist jetzt, dass wir natürlich wieder die vier Daltons haben, die aber alle getrennt in verschiedenen Rollen, an verschiedenen Orten handeln, nicht mehr zusammen. Et comme c'est moi qui fais le découpage de l'album, je me suis dit que j'allais pas vraiment m'amuser. Und da er selber noch die Einteilung des Albums in die Seiteneinteilung übernehmen will, war das eine sehr heikle Aufgabe. Er meint, das wird noch lustig. Parce qu'en fait, les quatre Dalton, on connaît toujours le premier, Joe, on connaît le dernier, Avril, mais ceux qui sont au milieu, c'est pas évident de les reconnaître. Ja, von den vier Daltons kennt man nämlich vor allem immer nur zwei. Also jeder kennt den Joe Dalton, den Kleinen, und Averell, den Größten. Aber die beiden, die dazwischen sind, bemerkt fast keiner. Ja. C'est pour ça qu'en fait, bon, l'avantage, c'est de les mettre dans des lieux différents. Ça m'a permis
d'habiller les quatre Dalton différemment et donc de pouvoir caractériser William et Jack. Dieses Szenario also war mal die Gelegenheit, dann erstmal die vier Daltons verschieden anzuziehen, also mit anderer Kleidung, und dann auch die beiden in der Mitte, William und Jack, mal charakterlich herauszubilden, also auch mal charakterlich darzustellen. Ja. Ich greife mal kurz zwischen ein. Ich erzähle mal ganz kurz so ein bisschen was vom Album, weil das kennt ja noch niemand. Das wird gerade im Moment im Spirou-Magazin in Belgien, in Frankreich, wo veröffentlicht. Das Album handelt davon, dass die vier Daltons sich selbst zur Aufgabe machen, weil Joe Dalton, der kleine Giftzwerg, der will halt sich beweisen, dass er der wahre Chef der Gruppe ist. Und er ruft sozusagen zu einem Wettbewerb auf, dass derjenige Chef der Daltons werden soll, der es schafft, zuallererst $1 Million zusammen zu kratzen. Und es sind alle Mittel erlaubt, sogar legale. Und das führt halt zu einer sehr, sehr, ja, sehr rasanten und sehr spannenden und sehr vielfältigen Geschichte. Was ich vor allen Dingen auch gut finde daran, ist, dass die Geschichte die Daltons mal wieder in den Mittelpunkt rücken. Das ist ein paar Jahre nicht der Fall gewesen. Die letzten Abenteuer handelten hauptsächlich von Lucky Luke und von seinen Reisen oder von Begegnungen mit irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten. Und deswegen meine nächste Frage an Ashti. War das für ihn, er hat schon ein bisschen was davon erzählt, von den Charakterisierungen der Daltons, aber hat es ihm besondere Freude gemacht, halt die Daltons auch wieder so zu inszenieren? Donc, il disait que c'était pour toi aussi un grand plaisir de vraiment dessiner, de scénariser les Dalton. Alors, Oui, c'est toujours amusant de travailler sur des personnages idiots. C'est ce qui est le plus sympa finalement dans le métier. Das ist immer besonders amüsant, Idioten darzustellen, weil das ist das Lustigste an diesem Beruf, meint er. Je dis toujours que j'aime beaucoup dessiner en temps plan, par exemple. Also er zeichnet besonders gerne Rantanplan, Rantanplan auf Deutsch. Ou Avrel. Und Avrel, das sind also die Figuren, die er am liebsten zeichnet. J'aime laisser passer dans leurs yeux cette petite étincelle d'imbécilité qui les caractérise. Also was ihn herausfordert, ist, in den Augen dieser Personen diesen kleinen Funken von absoluter Idiotie darzustellen. Et c'est un vrai plaisir, c'est toujours agréable. C'est, au moins je me sens intelligent dans ces moments-là. Das ist immer ganz besonders ein erhebendes Gefühl, weil er sich dann gerade in diesen Momenten besonders intelligent selber fühlt. Okay. Wie ist das überhaupt bei dir mit der Zusammenarbeit mit den Szenaristen? Du hast jetzt für das Album mit Alan Pinkerton und jetzt auch für das neue Album hast du als Szenaristen zwei, ich sag mal, gestandene Schriftsteller an deiner Seite, die zusammen das Szenario entwickeln. Und wie ist die Arbeitsteilung bei euch? Also wer macht was? Wer von den Szenaristen arbeitet die Plot der Geschichte aus? Wer schreibt das Szenario? Du hast gerade schon gesagt, du machst ein bisschen die Seiteneinteilung. Donc, il parle des scénaristes. Là, tu as deux scénaristes qui sont des écrivains reconnus et tout. Comment ça s'organise? Qui fait quoi là-dedans? Qui écrit vraiment le scénario? Comment on fait le découpage? Toi, déjà, tu as dit que tu fais le découpage. Et qui s'impose ou qui... En fait, bon, Daniel Pénac est écrivain. Et il est assez connu en France et en Europe. Also es ist erstmal Daniel Pénac, der eine Autor, der ist ein sehr bekannter Autor in Frankreich. Et Tonino Benacquista est aussi romancier, il fait beaucoup des policiers et quelques-uns de ses ouvrages ont été adaptés par Hollywood. Also Tonino Benacquista ist auch ein ziemlich bekannter Krimi-Autor eher in Frankreich, also nicht so aus dem literarischen Bereich. Dessen, der aber auch für Hollywood-Filme gearbeitet hat, also auch in internationalen Ruf hat. Donc en fait, généralement, ils envoient leur première idée à l'éditeur et on en discute pour savoir si l'idée est bonne. Also die beiden, die schicken zuerst mal eine generelle Idee an den Verleger und dann setzt man sich zusammen und überlegt erstmal, ob die Idee insgesamt überhaupt gut ist. Ensuite, il prépare un scénario avec les dialogues. Et là aussi, on le reçoit, l'éditeur et moi, et on regarde si,
si ça va, s'il n'y a pas trop d'erreurs ou s'il y a des problèmes qui peuvent apparaître. Also dann arbeiten die beiden Szenaristen ein richtiges Drehbuch aus, also mit Dialogen und so weiter, das die dann an den Verlag schicken. Dann setzen sie sich im Verlag und Ashdee dann zusammen und überlegen, ob man das überhaupt umsetzen kann, ob da irgendwelche Schwachpunkte sind. Et en l'occurrence, par exemple, pour celui-ci, on avait envie que la fin soit un petit peu plus folle et que Madalton apparaisse un peu plus. Donc on a refait une réunion de travail et là on s'y est tous mis et on a réécrit une fin que je dirais un petit peu plus active et puis un peu plus drôle avec Madalton qui est quand même très importante. Also zum Beispiel bei diesem Album jetzt wollten die dann doch, dass das Ende vor allem ein bisschen verrückter wird mit Madalton, die dann auch dazwischen kommt. Darum haben die sich nochmal alle zusammengesetzt und einen anderen Schluss und einen leicht geänderten Schluss ausgedacht, der bei dem dann alles nachher völlig verrückt endet. Also besser, man verrät jetzt auch nicht, was genau. J'ai dit tout ça. Ah, d'accord, ok. Bon, ensuite, le problème avec des scénaristes qui sont des romanciers, c'est qu'ils écrivent beaucoup. Also das Problem ist mit Romanschriftstellern, ist eben, dass die immer sehr viel schreiben. Donc quand ils me font un dialogue, des fois ça dure une page. Donc je suis obligé de couper dedans pour pouvoir les mettre dans toutes les cases, parce que sinon j'aurais un petit dessin comme ça et un grand texte comme ça. Zum Beispiel bei einem Dialog oft, dann schicken die einen Text ein, da ist der Dialog dann auf der ganzen Seite. Ja, und darum muss dann ziemlich viel da kürzen, sonst ist dann so viel Zeichnung dann und so viel Text. Man muss also. Mais sinon, maintenant, ils ont pris l'habitude, puisqu'ils en ont déjà fait un premier avec moi. Et non, ça se passe bien. Donc, la deuxième partie de mon travail, moi, c'est ensuite de découper, comme pour un film. Donc, je découpe l'histoire. Là, en l'occurrence, le découpage était compliqué. Also, mittlerweile haben die beiden Autoren schon Erfahrung mit Ashdee, also das ist ja schon das zweite Album, das sie jetzt machen. Sein Job ist also, aus dem Drehbuch praktisch erstmal zu kürzen und dann auch eine ganze die Seiteneinteilungen zu machen. Parce que la difficulté, en fait, comme il y a quatre Dalton, quatre lieux différents, il fallait que toujours que j'arrive à couper mes planches de telle façon que l'action se finisse. Pour ne pas avoir des moitiés de pages avec un Dalton, un quart de page avec un autre, il fallait que ça soit quand même assez clair. Also zum Beispiel bei diesem Album, weil ja die vier Daltons immer an verschiedenen Orten handeln, muss das dann auch grafisch so eingeteilt werden, dass dann immer eine Handlung auf eine Seite passt. Also dass dann nicht die Handlung mit einem Dalton dann auf drei Viertel der Seite dann aufhört und das dann ein Sprung ist zu einem anderen, sondern dass immer einen Handlungsstrang so dann auf eine oder zwei Seiten, ganz volle Seiten passen und damit der Seite dann immer aufhören. Aber ich finde es schon sehr gut, jetzt ein bisschen was über das Album gehört zu haben. Ich fand das toll. Also das Randhandplan natürlich eine Rolle spielt, aber dass Ma Dalton auch zurückkommt, das wusste ich noch nicht. Mehr sollten wir vielleicht nicht verraten jetzt aus dem neuen Album. Entendre un peu ce qui se passe dans l'album, qu'il y a aussi Randhandplan qui réapparaît et que là il est pas. Oui, mais il ré. Là, il a appris qu'il y a Madalton qui va apparaître et tout, mais il ne voudrait pas dévoiler plus, quoi. Mich würde nämlich mal interessieren, du heißt ja eigentlich ganz anders, du heißt ja nicht Ashdee. Ich rede zwar jeder jetzt mit Ashdee an, aber wie ist es dazu gekommen? Warum nennst du dich Ashdee? Pourquoi tu t'appelles Ashdee? Pour les impôts. Er sagt erstmal wegen der Steuer. Non, je suis de la génération où on aimait se cacher derrière un nom d'artiste. Et en fait, j'ai fait comme on fait beaucoup, beaucoup d'auteurs avant moi. J'ai utilisé mes initiales. Also Ashdee kommt aus einer Generation, in der die Autoren oft ein Pseudonym haben wollten. Und hat es ganz einfach wie viele gemacht. Hat seine Initialen genommen. Harley Davidson. Und also R.W. Davidson, also H.D., ausgesprochen auf Französisch, heißt H.D. Ja. Ja?
Facile. Also das erinnert natürlich den Comic-Fan, den Comic-Leser an das Pseudonym von Georges Remy oder Hergé. Mhm. Und hast du den kennengelernt oder bewunderst du den als Autor, als Zeichner? Ça rappelle Hergé, qui a fait la même chose. JDM, oui. Jean de Mesmaker. Oui. Yeah. Oui. Yeah. Est-ce que tu as fait la même. Est-ce que tu l'as reconnu. Est-ce que tu l'as connu, Hergé Personnellement. Personnellement, non. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être surprendre, mais je n'aime pas Tintin. Ah, ok. Also, persönlich hat der Hergé nie kennengelernt. Und es wird vielleicht viele überraschen, aber Tintin, also Tim und Struppi, gefällt ihm eigentlich gar nicht so. Ah, das ist interessant. Je suis désolé, mais en fait. J'aime un dessin qui bouge, j'aime un dessin qui est créatif, qui explose. Mm-hmm. C'est pour ça que j'aime Uderzo, que j'aime Maurice, que j'aime Franquin. Ah, parce okay. que le dessin est expressif. Yeah. Also Ashley mag lieber Zeichnungen, die explodieren, in die nervös sind, in denen viel passiert und so weiter. Deswegen hat lieber Autoren wie Franquin und diese Autoren, wo die einen sehr expressiven Stil haben, nicht so eine klare Linie halt. Or, personnellement, même si les histoires sont très bien, je trouve que c'est très plat. Hergé, c'est un style qui est plat, d'ailleurs ça s'appelle la ligne claire, et ça ne me fait pas rêver. C'est... Mais dans notre métier, on est presque tous comme ça. Soit on est de l'école Maurice, Uderzo, Franquin, soit on est de l'école Hergé. Also, meint halt, die Geschichten von Hergé sind zwar prima und so, aber der Stil gefällt ihm einfach nicht. Er findet das flach. Oder aber das ist bei Comiczeichnern eben so, man ist entweder in der Schule Hergé oder in der anderen Schule Uderzo, Maurice, so, die einen nervösen Stil haben. Und wo wir gerade von Legenden reden, du hast ja eine sehr legendäre Serie, halt Lucky Luke, auch von einer Comic-Legende übernommen, von Maurice. Der heißt halt Maurice de Bever, ist also auch quasi ein ähnliches Pseudonym. Und Maurice hast du sicherlich kennengelernt, vermute ich mal. Hattest du auch noch Gelegenheit, mit ihm zusammenzuarbeiten? Er ist 2001 gestorben und du hast 2003 die Serie Lucky Luke übernommen. Alors en fait, j'ai rencontré, oui, à plusieurs reprises Maurice, j'ai mangé avec lui, on a discuté, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, Maurice était quelqu'un de très secret. Donc je ne connais pas un dessinateur qui a travaillé avec lui ou qui est allé dans son atelier. Also, hat Maurice noch persönlich kennengelernt, hat auch mit ihm zusammen gearbeitet und hat mit ihm auch gegessen und so weiter, aber Maurice war eine sehr diskrete, zurückhaltende Persönlichkeit und er sagt, er kennt niemanden eigentlich, der wirklich mit Maurice richtig zusammengearbeitet hat, der ihn so wirklich intim kennt. En fait, Maurice avait vu mon travail, il avait vu lors d'un album hommage des planches que j'avais fait, il avait remarqué, bon, même si je pense que c'était très, très amateur encore, et quand ils m'ont demandé de travailler sur En Temps Plan, en fait, ça a été l'essai qui a fait qu'il a dit, bon oui, il a montré, je veux qu'il fasse en temps plan, parce qu'il a le même trick que moi. Also die Sache ist so gelaufen, dass HD mal eine Hommage an Lucky Luke, also an Maurice, gezeichnet hat auf zwei Seiten. Das hat Maurice wohl gesehen und hat dann gesagt, ich möchte gerne, dass der mal mit Rantanplan was macht. HD hat dann eine Geschichte mit Rantanplan gezeichnet und Maurice hat dann gesagt, okay, das ist der Typ, der mal meine Arbeit weiterführen soll. Mais croyez-moi, j'aurais vraiment aimé que de temps en temps Maurice me donne des trucs, parce que même si ce que nous faisons, pour beaucoup, c'est pas un métier, mais c'est vraiment un métier, c'est une technique, on a des fois besoin d'avoir des indications techniques, c'est-à-dire la taille des cases pour être plus à l'aise ou quel outil utiliser pour telle chose. Mes textes, moi je les écris à la plume, j'ai appris qu'il les écrivait avec un certain type de stylo, je ne sais pas lequel et je ne le saurais jamais puisque personne ne le voyait faire. Donc c'est ça qui était difficile. Par exemple pour indiquer... Ah oui, vas-y. Obwohl gerne gehabt hätte, dass Maurice ihm auch mal beraten zur Seite stehen könnte noch, weil
allein für technische Sachen. Ne? Er meinte, man braucht einfach manchmal Angaben, welche Größe für die Kästchen muss man eigentlich wirklich benutzen. Aber er hat zum Beispiel auch immer in den Sprechblasen die Texte also mit Feder reingeschrieben und hat aber erfahren, dass Maurice das mit dem Stift gemacht hat, aber er weiß nicht welchen und er kann ihn jetzt auch noch nie mehr fragen, weil c'est ça qui est un petit peu difficile. Et je me rappelle finalement c'est pour un exemple, moi c'est une anecdote qui est assez étonnante, c'est que un jour je mangeais avec Uderzo et je lui dis je suis vraiment embêté parce que j'arrive pas à mettre mes bulles en même temps que Lucky Luke sur un cheval, j'ai pas assez de place et je ne sais pas exactement quelle taille je peux utiliser pour mes strips. Et lui, Uderzo m'a dit écoute, moi aussi j'avais ce même problème, utilise 11 cm, tu verras ça passera. Et finalement c'est Uderzo qui m'a donné la taille pour les strips et c'est comme ça que j'ai réussi à tout placer et depuis j'utilise 11 cm comme Uderzo. Zum Beispiel, er meint eine kleine Anekdote, er hat einmal sich mit Uderzo, also dem Zeichner von Asterix, da unterhalten und dann ihm gesagt, ich habe ein Problem dann mit Lucky Luke. Wenn Lucky Luke auf dem Pferd sitzt, auf Jolly Jumper, und er muss etwas sagen, dann weiß ich nie, wie ich die Sprechblasen da noch unterkriegen soll. Also welche Größe beim Kästchen muss ich dann nehmen, damit das noch auch optisch dann gut aussieht? Und Uderzo hat ihm gesagt, ach, dasselbe Problem habe ich auch schon gehabt und so, nimm einfach 11 cm, das reicht dann. Ne? Und das ist auch, hat er dann ausprobiert, ist die perfekte Größe. Das sind so technische Sachen, die man einfach mal gesagt kriegen muss, bevor man da lange rumprobiert. Das sind dann wirklich ja schon so Feinheiten im Comic-Metier oder in der Arbeit eines Comiczeichners. Und es wäre sicherlich gut gewesen, wenn du richtiger Schüler von Maurice gewesen wärest. Aber das hat halt dann nicht sollen sein. Mich würde mal interessieren, du hast vorhin erzählt, dass Maurice eine sehr zurückhaltende und eine sehr, sehr diskrete Person war. Es ist jetzt gerade ein Album erschienen, Gringos Locos, von Jan und Olivier Schwarz. Das hat zum Thema die Odyssee von den drei Zeichnern Maurice, Franquin und Gigé nach Amerika. Der Legendenbildung soll das auch für Maurice eine große Inspirationsquelle gewesen sein für Lucky Luke. Und dort wird halt sehr viel Persönliches von diesen Autoren halt ausgewalzt. Es gab da auch so rechtliche Probleme, bevor dieses Album hätte erscheinen dürfen jetzt. Und mich würde mal interessieren, ob Asté meint, dass Maurice das gut gefunden hätte, dieses Album. 10 Minuten? En fait, oui, j'ai lu l'album. En fait, moi personnellement, quand j'ai lu l'album, je l'ai lu avec beaucoup de recul. C'est-à-dire, pour moi, c'était des personnages. J'avais pas l'impression de lire une histoire historique sur Gigé, Franquin, Maurice. Also, Asté meinte, er hat das, den Comic auch gelesen und er findet, als er das gelesen hat, hatte er den Eindruck gehabt, eine Geschichte zu lesen. Aber nicht wirklich eine Biografie von Autoren, von diesen Autoren, die real existieren. Et pour moi, en fait, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, évidemment, pour ceux qui ont connu Maurice après, entre 60 et 70 ans, je pense qu'il était quand même assez différent quand il avait 20 ans. Also, er fand das wohl sehr lustig, weil er meinte, wenn man Maurice kennengelernt hat, als er 60, 70 war, dann war er sicher eine ganz andere Persönlichkeit als mit 20 Jahren. Mais la semaine dernière, j'étais avec Uderzo et Uderzo m'a dit, de toute façon, Maurice, quand il était jeune, c'était un Martien. Also letzte Woche hat er mit Uderzo zusammen gegessen und sich unterhalten und Uderzo hat dann noch gesagt, sowieso Maurice, als der jung war, das war ein richtiger Marsbewohner. Yeah. Donc je pense qu'il devait être quand même un peu fou à son époque. Also der muss damals ziemlich verrückt gewesen sein. Après, je sais pas. Was dann passiert ist, weiß man auch.
Wir haben jetzt gerade davon gehört, du hast die zwei Alben bisher mit Szenaristen gemacht, mit denen jetzt auch das neue Album entstanden ist. Dazwischen ist das Album Lucky Kid erschienen und das stammt komplett aus deiner Feder. Also da hast du sowohl das Szenario wie auch die Zeichnung gemacht. Wie kam es dazu? Also was war der Beweggrund für dich, dieses Album komplett alleine zu machen? Disons que j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Je voulais évoquer la jeunesse de Lucky Luke et faire un album rigolo. Also HD wollte, hat eine ganz genaue Idee schon dahinter. Er wollte die Jugend von Lucky Luke zeichnen und einfach nur lustige Kurzgeschichten dann auch machen. Même si cette interview est très sérieux, je suis quelqu'un de très drôle. Obwohl das im Augenblick so ein sehr seriöses Interview ist, er ist doch eine sehr lustige Persönlichkeit. Also donc, j'ai fait un album rigolo. Et donc, c'est vrai que en France, au départ, j'étais plutôt connu par mes séries humoristiques. Also, er hat einfach ein lustiges Album gezeichnet. Also in Frankreich ist er eher dafür bekannt, dass er sehr ernst in seinem Humor ist. Et comme je voulais faire un album plus pour les enfants, parce que Lucky Luke est quand même une série qu'on commence à lire vers 12-13 ans, tandis que Kid Lucky peut s'adresser à des enfants de 6 ans. Er wollte dann auch ein Album machen, das sich an eine jüngere Leserschicht richtet. Also der normale Lucky Luke ist eher für, sagen wir, ab 12, 13 Jahre. Lucky Kid soll sich eher an ein Publikum so, sagen wir mal, 6, 7, 8 Jahre richten. Et pour les plus jeunes, je trouve que c'est assez sympathique de faire des gags. C'est plus facile pour eux pour lire des. Alors chaque fois, parce que la série va continuer, chaque fois il y aura une petite histoire au début qui reprendra Lucky Luke et pour montrer la corrélation entre Lucky Luke et Kid Lucky. C'est vraiment la jeunesse de Lucky Luke. Et après le reste de l'album, ça sera des gags en une page qui montrera aussi évidemment le caractère facétieux de Lucky Luke quand il était petit. Also das, wie gesagt, das soll eher, sind eher einfache Gags, die sich eben an ein junges Publikum, also an Kinder richten. In jedem Album ist immer vorne eine durchgehende Geschichte, in dem etwas über die Jugend von Lucky Luke erzählt wird, also Kid Lucky, mit Referenzen auf sein erwachsenes Alter. Also eigentlich so seine Origin-Story, wie man das in Amerika sagt, so der Ursprung. Genau. Mhm. Und im zweiten Teil gibt es dann immer einseitige Gags, also kurze Gags, die auf eine Seite passen, die dann erzählt werden. Je pensais pas que je disais tout ça, moi. C'est incroyable. C'est très riche ce que tu racontes. Alors, pour exprimer ça en allemand, il faut un petit temps. Hein? Klaus, du sollst übersetzen. Ne? Das scheint jetzt zu peinlich gewesen zu sein. Nein. Okay, um das jetzt ein bisschen wieder in den Griff zu kriegen und nicht zu ernsthaft werden zu lassen, nur noch zwei ganz wirklich ganz knappe Fragen und ich bin gespannt, was HD darauf antwortet. Vor einigen Jahren gab es mal ein Problem damit, dass Lucky Luke halt immer eine Zigarette im Mund hat. Und mich würde mal interessieren, würde er ihn eigentlich lieber wieder mit Zigarette zeichnen? Oder ist es okay für ihn, dass der diesen Strohhalm immer im Mund hat? Also ich meine, ein richtiger Cowboy. Il a arrêté de fumer en 1982. Also das ist schon 1982 hat Lucky Luke aufgehört zu rauchen. La BD est non fumeur maintenant. Und mittlerweile ist er jetzt so lange Nichtraucher. Okay. Ja. Aber würdest du ihn gerne mit Zigarette zeichnen oder ist es egal? Aujourd'hui les codes visuels sont tels que un héros qui fume, c'est pas très bien. Also heute hat sich die Mentalität so entwickelt halt, dass für die Leute heutzutage ein Held, der raucht, ist kein guter Held mehr. Ne? Donc c'est plus facile de montrer les méchants qui fument. Okay. Also es ist natürlich einfacher, dann Böse zu zeichnen, die rauchen. Et les gentils fument pas. Und die Guten, die rauchen eben nicht heutzutage. Okay. Peut-être en templant. Vielleicht könnte man ja. Mais je sais pas, là faut que je vois.
Aber ob der mal je ans Rauchen kommt, weiß man nicht. Ganz zum Schluss noch meine Frage, das interessiert mich persönlich auch. Auf deinem Blog habe ich gelesen, dass du ein großer Liebhaber klassischer Musik bist und auch ein Jazz-Fan. Und was hörst du so bei der Arbeit für Musik? Also läuft da eher Claude Debussy oder Pat Metheny? Tout dépend ce que je fais. Das hängt davon ab, was er gerade macht. Quand je crayonne, c'est le moment où on met le plus d'énergie. Donc j'aime bien avoir des musiques qui bougent bien et qui soient joyeuses comme le jazz. Also wenn er die Skizzen macht, das ist der Teil der Arbeit, wo man am meisten sich bewegen muss, wo man am kreativsten ist, da hört er gerne etwas Fetziges, also Jazz. Et en fait, la deuxième partie de mon travail, c'est l'ancrage. Et là, l'ancrage, comme je fais tout avec un pinceau, c'est qu'une technique, mais j'ai besoin de calme. Et là, c'est Bach. Der zweite Teil der Arbeit ist das Tuschen. Also dann, die Zeichnung wird erstmal mit Bleistift vorgezeichnet und dann mit Tusche dann rübergezeichnet. Und das ist eine sehr technische Arbeit, bei der man sich auch sehr konzentrieren muss. Und da hört er dann halt lieber das Klassische, also Bach vor allem. Das Ruhiges, ja. Oui. Hier haben wir jetzt leider nicht so tolle Musik gehabt bisher, aber ich würde mich trotzdem freuen. Erstmal bedanke ich mich für das Gespräch und Aschte wird sich jetzt noch hier vorne an die Bühne stellen und auf diesem Tablet seine... Ich verstehe es nicht. Was? Keine Zeit mehr? Ich höre jetzt gerade, es gibt keine Zeit mehr. Wo ist denn die Regie hier? Eigentlich sollte Aschte jetzt sich halt noch hier hinstellen und Zeichnungen live machen. Ich weiß nicht. Ja? Vielleicht noch 2-3 Minuten. Je vais essayer parce que je n'ai jamais travaillé là-dessus. Also, ja. Um das vielleicht ein bisschen schneller zu machen. Aschte hat noch nie mit so einem Gerät gezeichnet. Vielleicht gibt es ja Wünsche aus dem Publikum, was er zeichnen soll. Randhandplan. Ah d'accord, il faut que je regarde là-dedans et que je dessine là. Bon. Ich glaube, es sollte nicht sein. Wir sind auch schon in der Zeit sehr weit fortgeschritten und die Anschlussveranstaltung wartet schon, scharrt schon mit den Hufen. Deswegen würde ich sagen, Aschte, you try it. Wir lassen das jetzt. Ja, ich mach da. Kannst du ihm sagen, dass wir jetzt abbrechen? Okay. Ah, ein Strich, ja. Ja. Wie gesagt, es hat wohl nicht sollen sein. Und ich bedanke mich bei Aschte für das Gespräch. Und wir freuen uns alle auf das neue Album. Wie gesagt, nächstes Jahr auf eigene Faust in der Ehapa Comic Collection können wir uns selber von seiner Zeichenkunst dann überzeugen. Wer sich jetzt noch Nummern für die Signierstunde im Anschluss mit Aschte holen möchte, kann das bei mir tun. Leider.